Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute senden wir zum ersten Mal aus unserem neuen Studio und es ist wunderbar geworden und wir freuen uns riesig darüber. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich ermutigen. Ein Traum ging in Erfüllung. Schick uns dein Gebetsanliegen auf gebet@missionswerk.de. Im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, ein Traum ging in Erfüllung. Vor circa einem Jahr hatten wir wirklich so den Drang, dass wir ein Studio brauchen, dass wir nicht immer so im Büro das aufnehmen und so behelfsmäßig mit viel, viel Lärm, wir mussten wiederholen und so weiter. Und der Traum war in unserem Herzen, wir haben es vielen gesagt, auch von unseren Leuten, die es planen und die Techniker und so weiter. Und es hat sich nicht viel bewegt und im Mai haben wir gesagt, jetzt wollen wir ein Studio. Was wir nicht dachten, es musste geplant werden, es musste so viel getan werden und dann die Dinge bestellt werden, das ganze Studio gebaut werden. Alles hat sich viel einfacher angefühlt. Aber jetzt ist es fertig und es ist wirklich wunderbar, es zu gebrauchen für Gebet für dich live. Wir werden nächsten Monat eine Live-Sendung über zwei TV-Sender von diesem Studio haben. Wir werden jede Woche Hoffnung um 12 von diesem Studio aus machen und haben noch viele Träume, wie wir es verwirklichen. Ich möchte das Thema aber auch auf dich überleiten. Wenn du einen Traum hast, der vielleicht ganz unmöglich aussieht. Auch dieser Traum war relativ unmöglich, weil so ein Studio kostet auch einiges an Geld. Und du hast vielleicht andere Schwierigkeiten, was das kann eigentlich nicht sein, aber genau das wäre das, was ich gerne hätte, was mir Spaß machen würde. Ich sag dir, bleib dran, rede mit deinem Herrn. Du brauchst kein Studio, du brauchst was anderes. Ich sage auch dir, dein Traum geht in Erfüllung, denn das, was in deinem Herzen brodelt und kocht, das ist ziemlich sicher auch das, was Gott für dich haben möchte. Herr, ich danke dir dafür, für jeden Zuschauer heute. Danke, Herr, dass auch sein Traum in Erfüllung geht. Danke, dass er Hoffnung schöpft, auch heute für den neuen Traum und auch handelt danach, Dinge in Bewegung setzt. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns zur Seite stehst. Amen. Amen. Und wir wollen auch für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und per WhatsApp kam dieses Gebetsanliegen. Hallo, liebe Geschwister, ich bitte euch um Gebetsunterstützung. Bei mir wurde vor 2 Monaten Magenkrebs diagnostiziert und sie wollen mich jetzt nächste Woche operieren. Den ganzen Magen rausoperieren. Ich bitte euch um Gebet. Danke Ihnen. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, wir danken dir, dass du diese Person kennst, die hier an Magenkrebs leidet und wo diese große OP ja bevorsteht. Und wir danken dir, Jesus, dass du da eingreifst, dass du der Heiler und der Helfer bist. Und wir danken dir, dass auch da dein Wille geschieht und wenn die Operation sein muss, dann lenke du die Hände der Ärzte, dass alles zum Guten gewendet wird. Danke, Jesus, dass du der Herr bist. Und du kannst auch vorher berühren, du kannst eingreifen. Und wir vertrauen dir von ganzem Herzen für diese Person, dass du Wunderbares tust. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Ehepaar braucht Gebetsunterstützung und schreibt, liebes Gebetsteam, bitte um Gebet für meine Frau, um Heilung der Nasennebenhöhle und dass der Blutdruck wieder in die göttliche Ordnung kommt. Und ich bitte um Gebet für Heilung meiner Prostata und Magen-Darm-Probleme. Vielen herzlichen Dank.
Ja, Jesus, wir danken dir, dass du dieses Ehepaar kennst und auch ihre Nöte und Sorgen und ihre Krankheitsprobleme. Und ich danke dir, dass du diese Nasennebenhöhlen und diesen Blutdruck der Frau wieder in Ordnung bringst. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du der Heiler bist, auch bei dem Mann mit der Prostata und Magen-Darm-Probleme. Danke, Jesus, dass du das weißt und dass deine Heilungskraft gerade jetzt durch ihre beider Leib fließt. Danke, Jesus. Wir danken dir, dass du der Herr bist über ihrem Leben und dass du sie wunderbar segnest und auch berührst und wiederherstellst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Da schreibt uns jemand: Guten Tag, liebe Gemeinde. Ich brauche Gebet, da mein Rücken und meine Beine schmerzen seit einem Jahr und dass ich die Kraft habe, mit meiner Depression und Ängste fertig zu werden. Liebe Grüße. Und Daniel wird dafür beten. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der heilt. Auch diese Beine, Herr, danke, Herr, durchströme du sie mit deinem heilenden Blut. Ich danke dir dafür, Herr, dass du auch wunderbar, Herr, der Herr bist, der diesen Depressionen begegnet. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir Frieden in diese Person hineinrufen dürfen, Perspektive in diese Person hineinrufen dürfen. Herr, deine Identität und unsere Identität, die wir, Herr, haben, weil wir zu dir gehören, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass die Depressionen weichen müssen, indem wir und auch diese Person erkennt, wie groß du bist und welche Möglichkeiten du hast. Danke, Herr. Amen. Und per WhatsApp schreibt uns jemand: Liebes Gebetsteam, ich bitte euch herzlich um Gebet für meinen Mann. Er muss jetzt doch operiert werden, hatte Darmverschluss. Der Darm funktioniert noch nicht. Er muss künstliche Ernährung nehmen, weil noch keine Funktion da ist. Ich bitte um Gebet, dass endlich Nahrung durchgeht. Die Ärzte sind auch etwas ratlos. Wir haben beide Vertrauen, dass unser Herr Jesus doch eingreift. Ich danke euch für eure Gebetsunterstützung. Ja, wenn das oftmals so hoffnungslos aussieht. Wir sind dankbar für die Ärzte, aber auch in diesem Fall wissen die Ärzte nicht weiter. Gott weiß weiter. Und wenn du ein ähnliches Problem hast, dann klinke dich jetzt ein im Gebet. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt der Herr bist über dieser Person. Und ich danke dir, dass du der Helfer bist, dass du der Heiler bist, dass du Gott allmächtig bist. Und danke, Herr. Herr, wir rufen Heilung hinein. Herr, ich danke dir. Normalität in diesen Körper, göttliche Schöpfungsnormalität, Herr. Und dort, wo Dinge kaputt sind, Herr, danke, Herr, schaffe Neues. Nur du kannst es. Und ich danke dir dafür. Gebrauche auch die Ärzte, Herr, in ihrem Anteil. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für eine völlige Heilung. Danke, Herr. Amen. Wir haben wieder so viele Zeugnisse erhalten und eine Frau aus Ostdeutschland schreibt uns Folgendes: Mitte Dezember hatte ich euch um Gebet für die Heilung der Tochter meiner Cousine gebeten. Sie hatte eine Operation wegen einer bösartigen Hautkrebsform. Das Ganzkörperscreen, das durchgeführt wurde, um eventuell Metastasen aufzuspüren, war ohne Befund. Die geplante Rückenmarksuntersuchung konnte abgesagt werden, da alle Untersuchungen und Befunde in Ordnung waren. Wir danken euch für euer Mitbeten und unserem Herrn für sein wunderbares Eingreifen. Ja, das ist wirklich schön. Und eine Frau machte folgende Erfahrung mit dem Gebet. Vor mehreren Wochen bat ich um Gebet für Gesundheit und den Mut für anstehende Untersuchungen. Außerdem um finanzielle Stabilität, die durch die unsicheren Zeiten massiv bei uns ins Wanken geraten ist. Auf wunderbare Weise wurden diese Gebete erhört. Gott hat mich durch die belastenden Wochen wunderbar getragen und mein Vertrauen an ihn gefestigt.
Danke für die regelmäßige Zusendung des Magazins und für die wöchentliche Ermutigung. Sie leisten eine Arbeit von unschätzbarem Wert. Ja, und wer unser Magazin noch nicht hat, der darf es gerne bestellen. Und jemand schreibt uns: Dankeschön für das Gebet. Meiner Tochter geht es schon viel besser. Seit einer Woche hat sie keine Schmerzen mehr. Wie es weitergeht wegen der Gallensteine ist allerdings noch nicht ganz klar. Trotzdem schon mal herzlichen Dank für die Gebete und Dankeschön an Jesus. Und ich möchte jetzt gleich noch beten für diese Gallensteine. Jesus, und ich danke dir, dass du die Schmerzen weggenommen hast und jetzt auch um diese Gallensteine weißt und dass das auch ein Ende hat und dass sie verschwinden im Namen Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Großmutter schreibt uns Folgendes: Herzlichen Dank für eure Gebete für meinen Enkel. Er litt längere Zeit unter Zwangsstörungen. Im August hat er mit der Ausbildung begonnen und fehlte bedingt durch die Krankheit häufig. Mit Freude teile ich euch mit, dass mein Enkel geheilt ist. Er braucht keine Medikamente nehmen und fühlt sich sehr gut und frei. Auch sein Chef hat viel Verständnis mit ihm. Danke, Jesus, du bist groß und mächtig. Und das ist wirklich so. Gott ist groß und mächtig und er greift auch in dein Leben ein. Ist das nicht wunderbar, solche wunderbaren Gebetserhörungen zu haben? Hast du etwas erlebt? Dann lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und nun der Tipp des Tages. Ja, ich habe von dem Traum geredet, den Traum von diesem Studio. Du hast bestimmt einen Traum, sagst, ja, genau das, schon immer wollte ich das. Ich sag dir, gleich wenn wir fertig sind, nimm mal etwas Zeit und rede mit Gott darüber. Er freut sich, er möchte dich stärken, dass dein Traum auch in Erfüllung geht. Du darfst uns gerne dein Anliegen schicken. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wir haben ja die Ermutigung der Woche. Die kommt jeden Montag. Du darfst gerne das abonnieren. Es kostet gar nichts. Du hast überhaupt keine irgendwelche Verbindlichkeiten. Nein, einfach auf unserer Webseite ganz hoch scrollen oder besser gesagt runter scrollen und da kannst du das ankreuzen und du bekommst jeden Montag die Ermutigung der Woche von uns zugesandt. Wir verabschieden uns für heute und wünschen dir Gottes reichen Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.